Steam Sale hat mich getötet. Das muss man erstmal schaffen. Okay, ist das Run 22? Ich weiß es nicht. Hab's jetzt gerade nicht im Kopf. Und Itemraum direkt zu Beginn. Snake. Wiggleworm. Tränen fliegen in einer Schlangenlinie. What? Okay. Ich glaube, das ist so ähnlich wie der $3-Bill. Ich glaube, damit werde ich nicht glücklich. Ich glaube, damit werde ich nicht glücklich. Oh, 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 oh. Sofort wieder merken. Wiggleworm. Mal besser nicht mehr aufnehmen. Der verdammte Wiggleworm. Er kann zwar unter Umständen, wenn du schön viele Tiers hast und Speed, dann kann das unter Umständen sogar ganz gut sein. Aber sind wir mal ehrlich, ich denke nicht. So. Direkt zum Boss und das ist Widow. Oh, ich glaube, wir werden keine Freunde. Der Wiggleworm und ich, wir werden keine Freunde. Oh, hör doch mal auf! Alter, dein Ernst? Was? Scheiße! Wurde wieder getroffen. Und das so kurz davor. Ich wollte jetzt eigentlich nicht getroffen werden im Keller. Scheiße. Naja, egal. Oh, nochmal. Weil es so schön war. Und Range Up. Naja, okay. Ah. Wirklich? Boah, das Schlangenlinien-Scheiß, ne? Nope, ich glaube, wir werden keine Freunde. Der Run wird jetzt, ich sag euch jetzt schon, den Run werde ich schon mal nicht bis zum Ende spielen. Boah, ist der Scheiße, ey, der Wiggleworm. Ja, sowas muss man auch wieder lernen, ne? Das ist so aus Fehlern lernen, Gefühl. Wheel of Fortune, ja, das brauche ich jetzt noch nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Gott. Komm, wir wissen, wie der Boss geht. Hier kann zum Beispiel das Schlangenlinien-Ding richtig gut sein, weil du einfach nur daneben stehen bleiben musst und das Ding gerade auswirfst. Da kann es Vorteile haben. Aber ich glaube, auf langfristige Sicht. Ich kann natürlich noch Glück haben und eventuell noch Brimstone finden oder diesen lustigen Laser nochmal. Dann hat sich das sowieso alles erledigt. Oder, nein. Das gilt nur für Tiers. Also, dass noch ein schlangenförmiger Laser kommt, das wäre too much. Das wäre too much. So, Coins sind schon mal nicht schlecht. Coins brauche ich ja... Wirklich? Wo kommen denn jetzt so viele Zwischenbosse? Boah, das mit der Schlangenlinienform, ey. No way. Na gut, der macht nix. Aber wenn er sich teilt, macht er was. Da kann zum Beispiel das Schlangenlinien-Ding auch nochmal vom Vorteil sein, weil du so ungewollt vielleicht mal irgendwas triffst. Oder halt aber auch nicht, wenn du gewollt treffen willst. Das ist halt der andere Scheiß. Bevor sie am besten jetzt nicht den großen Kopf aufmachen. Mhm. Komm, sei es, trifft irgendeine Schlangenlinien-Träne. Boah, ich finde das auch voll anstrengend zum Gucken mit den Schlangenlinien, ganz ehrlich. Hm. Oh, und dann eine Trollbombe, weißt du? Und dann eine Trollbombe.
Der Laser macht dann auch Schlangenlinien? Heilige Scheiße. Dann? Also, wenn ich den Laser jetzt finde? Das wäre eine Ultra-Kombination, ey. Also Schlangenlinien, Laser finde ich ja fast schon super, weil dann hast du definitiv die Chance, noch mehr Leute zu treffen. Das würde ich ja fast feiern, die Kombination aus den beiden. Haben wir irgendwo einen Special Stein? Mal gucken, was der Run noch gibt. Vielleicht überrascht er mich ja nochmal. Oh, um Himmels Willen. Gut, das hätte echt schlimm ausgehen können, aber ist es Gott sei Dank nicht. Kann es sein, dass Wiggleworm wenigstens ein bisschen mehr Schaden macht? Weil ich habe das Gefühl, mein Schaden ist gerade gar nicht so kacke. Oder kommt mir das nur so vor? Jetzt habe ich ihn aus Versehen rausgeholt, aber ist nicht schlimm. Kommt. Okay, Sanduhr. Sagt mir nichts. Ach, der Hourglass. Hourglass, was macht das denn? Ach so, der Hourglass. Da sollte ich vielleicht mal nachgucken. Verlangsam Gegner. Und ihre Schüsse für 7,5 Sekunden. Okay, das kann ja durchaus ein Vorteil sein. Nur noch ein paar Herzen, nicht, dass ich sie jetzt noch bräuchte. Ich habe ja genug Schlüssel. Nicht, dass es was bringt, aber... Tja, ein bisschen wenig Coins, Ladies and Gentlemen. Ein bisschen wenig Coins. Schade. Aber ich kann das nur noch aufsprengen, komm. Vielleicht ist ja... Oh, eine Pille drin. Tears up! Oh, ich sag ja, eventuell kann man mit dann... Kann man mit dem Wiggleworm irgendwann noch was anfangen. Wiggleworm macht nur einen höheren Teams-Output, okay. So, dann gehen wir mal zum Boss. Ich habe nur zwei Herzen. Kann man den Boss auch verlangsamen? Oh, vermein. Scheiße. Oh, der gibt gleich Gas. Cool. Wobei, der ist echt easy eigentlich. Wenn du dich um die Ads kümmerst. Ist der echt easy. Alter, stirb! Sag mal, spinne ich oder habe ich noch keinen Schaden genommen auf der Ebene? Doch, habe ich, ne? Ah, schade, schade, schade. Ich hatte volles Leben. Ich dachte, ich hätte vielleicht Glück. Ja, ja, das ist... guck mal, ich habe ganz gute Range. Ich habe einen blauen Stein beim Boss verpasst. Tja, zu spät. Und außerdem habe ich keine Bomben, Ladies and Gentlemen. Nicht nur rumschreien, sondern auch mal gucken, ob ich überhaupt kann, bevor wir hier meckern, dass ich was verpasse. So, ein Herzall ist schon mal eine gute Sache. Oh, das ist eher nicht so gut. Obwohl, geht. Wir müssen nur wieder kaputt gehen über dem Abgrund. Aber da ich die ganz gut im Griff habe. Oh, hier ist wieder der Boss. Ich habe jetzt noch keinen Schaden genommen. Soll ich jetzt mal just for fun zum Boss gehen? Nee, machen wir nicht. Scheiß auf die Achievements, Alter. Konzentrier dich aufs Hauptspiel. Erstmal Marm killen. Aber es kribbelt da trotzdem in den Fingern immer. Weil ich jetzt so schnell den Bossraum gefunden habe. Okay, hier werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Ding sprengen können. Oh, eine Tarot-Karte. Wow, the fool, really? Boah, die sind scheiße Fuck.
And it's gone. Ah, Poison Bombs. Naja, Mann, ich brauche langsam mal Coins. Ich bräuchte vor allem mal ein Herz. Ein Herz liegt da, Gott sei Dank. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Oh, sowas kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Komm, Schlangenlinien. Trefft. Jetzt habe ich wenigstens mal ein paar Bomben. Es war eigentlich schade, dass man die Poison Bombs dafür... Wow. Wow, wie wäre es mal mit Seelenherzen oder sowas? Oh, wieder mit zwei Herzen dahin. Naja, ich kann ja nochmal die Zeit verlangsamen, wenn es ist. Wen haben wir denn? Pestilenz, mein Freund! Könnte ich den jetzt direkt verlangsamen? Oh, in seiner Champion-Form, ne? Ich hab mal wieder Glück. Ich hab mal wieder Glück. Mann, das sind mir zu viele Ads. Weg. Boah. Nee, das ist nicht seine Champion-Form, sehe ich gerade. Ich dachte nur, weil er am Anfang gerade so komisch aussah. Boah, hör mal auf mit deinen... Jau, mit deinen Ads. Boah, der wirft die Dinger aber auch teilweise übelst weit. Pack ihn. Und dann habe ich immerhin schon mal meinen kleinen Meat Boy. Bitte mal gerne den ganzen. Die können mir gerne noch Death als Gegner geben. Death finde ich nämlich nicht schwer. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, ne? Beim Boss ist jetzt auch kein Stein mehr, den ich sprengen muss. Jo. Ach so, das zählt immer zusammen. Also Keller 1 und 2 darf man dann keinen Schaden nehmen. Autsch, das ist hart. Das ist hart. So, ich habe hier alles, ne? Hier brauche ich sonst nichts mehr. Ja. Ah, der Automat. Ah, der Automat, natürlich. Es ist immer in dem Moment, wo ich runterjumpe, ne? Immer in dem Moment... Scheiße. Immer in dem verkackten Moment, ey. Mann. Ich muss mir echt die Karte nochmal immer genauer angucken, wenn ich fertig bin nach dem Boss. Und nochmal Revue passieren lassen, was ich eigentlich gerade getan habe. Weil jetzt ist meine Aufmerksamkeitsspanne nämlich gerade immens eingeschränkt, wie ich sehe. Sowas darf mir nicht passieren. Ah, hier ist... Wow, wirklich? Ein scheiß Schlüssel? Bin ja eigentlich schon begeistert, dass ich mit dieser Schlange... Ja, das ist natürlich super. Dass ich mit dieser scheiß Schlange, Wiggleworm, Kacke da überhaupt so weit komme. Schreibt am besten schon mal während des Bosses, an was ich noch denken muss. Und nicht erst nach dem Boss, wenn ich schon wieder unten bin, weil ich zu aufgeregt bin. Boah, wie viel halten denn die aus? Endlich. Hey, der hat sich befreit. Wie hat denn das gemacht? Schießt, nee, der Cube schießt nicht schlangenförmig. Das wäre ja zu krass. Alter, kommst du jetzt mal her oder was? Okay. Oh, das böse Feuer sehe ich gerade. Vorsichtig. Oh,
Und nochmal. Ach nee, hier hätte ich rüberlaufen können, sehe ich gerade. Egal.